zusammen und willkommen zurück beim Car Mechanics Simulator 2018 und wir befinden uns auf der Zielgeraden von unserem Volvo. Muss mal gucken, wir haben unten nur noch, glaube ich, die Getriebeteile und die Karosserieteile. Kolbenringe müssen wir noch überprüfen. Anlasser, okay. Ja, doch. Das werden wir wohl hinkriegen. Erstmal hoch den Bock. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein Getriebe haben. Haben wir natürlich nicht mehr. Das Flammenrohr haben wir auch nicht mehr. Okay. Und die Kardanwelle können wir natürlich noch nicht montieren. Also besorgen wir uns erstmal die beiden Teile da. So. Getriebe. Das war R4 RWD. Das ist dieses. Und ein Flammrohr R4 SOHC. Da ist es. Gut. Anlasser kommt dahin, toll. Und da oben fehlt noch ein Abgaskrümmer. Okay, Kardanwelle dürften wir eigentlich noch haben. Ja. Gut, dann hinunter mit dem Wagen. Ich weiß gar nicht, haben wir Öl aufgefüllt gehabt? Ich glaube noch nicht, ne? Ich will jetzt auch nichts draufkippen, weil ich es einfach nicht weiß. Sieht nicht danach aus, gut. So. Abgaskrümmer haben wir noch. Und Anlasser werden wir wahrscheinlich brauchen. Das ist ja ein Standard, ne? Ja. Oh ne, haben wir auch. Gut, wieder Geld gespart. Dann machen wir jetzt Öl drauf. Sollte reichen. Dann fehlen nur noch die Karosserieteile. Achso, wir müssten natürlich mal. Oh, die Sitze müssen wir auch, uns auch noch drum kümmern. Dann beweg dich mal auf den ersten Stellplatz. Und wir ruppen dir mal die Sitze raus. Was ist denn das? Dodge Challenger Sitze. Oh nein, ich wollte mich da immer noch nicht draufsetzen. Und Lenkrad hatte der gar nicht. Oder haben wir das ausgebaut? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir es ausgebaut haben. Warum kommen wir jetzt hier nicht mehr ran? Irgendwas verpasst. Hä? So, hier irgendwas nicht ganz koscher. Ich kann hier. Ah, jetzt geht's wieder. Wir gucken erstmal nach den Teilen. Die Motorhaube brauchen wir. Haben wir alles verkauft? Kann das sein? Auf jeden Fall hat dieser Wagen Kotflügel. Das ist jetzt der erste Wagen, den wir haben, der Kotflügel hat. Die wir auch auswechseln können, meine ich, ne? Hm. Okay. Wo sind die Teile geblieben? Wir bauen erstmal die Sitze ein.
haben wir doch bestimmt noch. Hier, guck, die Kuda-Sitze. Der Wagen wird ja eh verkauft. Da ist das egal. War da jetzt doch eine Rücksitzbank? Das ist aber hier friemlich. Na, ich komme nicht da hinten hin. Wie sieht es mit dem Lenkrad aus? Kriegen wir das eingebaut? Das gefällt mir gar nicht. So schön der Wagen modelliert ist, aber jetzt. Komm, du kriegst das 51% Lenkrad da rein, ist mir jetzt egal. Komm da hinten einfach. Jetzt. Keine passenden Teile. Okay. Ich glaube, aber wir haben nicht genug Geld, um uns alles zu kaufen. Wir können es mal ausprobieren. Ich habe nämlich schon unseren nächsten Wagen gekauft. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Und der hat knapp 60.000 gekostet. Wir holen erstmal die Teile vom Volvo. So. Halt, die sind ja in den Karosserieteile-Workshop. So, wir haben ja nur einen Volvo. Das wird eng. Scheiben sind aber teuer. Okay, ab den Stoßstangen brauchen wir noch. Wir haben bestimmt noch was zu verscherbeln. Haben wir doch länger nicht aufgeräumt hier. So, erstmal Altteile verkaufen. Okay, das war nix. Ah, Karosserieteile haben wir aber noch ein paar. Shiften. Gold Roulette, Mine, Castor, Echo, Castor. Salem. Willis. Willy. Und Smith brauchen wir auch nicht mehr. Den Kadett auch nicht. Plymouth Roadrunner haben wir ja auch schon. Mazda Cosmo. Ja, das reicht ja, ne? So. Tablet. Das Tablet. So. Ich will hoffen, dass wir die gekauft hatten. Haben. So, das. Das. Das und das. Es ist witzig, dass die Scheiben teurer sind als die Türen. So, Scheinwerfer. Vorne der Außenspiegel. Stoßstange. Motorhaube. Oh, Spiegel fast vergessen hier vorne. Seitenscheibe. Hintere Scheibe. Heckscheibe. Heckklappe. Licht. Na. So. Wie sieht's jetzt aus? Rücksitz fehlt ihm.
Müssen wir tatsächlich so eine alte Rücksitzbank kaufen. Und dann können wir auch gleich ein neues Lenkrad holen. Nehmen wir das hier, das Atlanta. Oder nein, hier nehmen wir das Bowen-Lenkrad. So. Und Rücksitz vom Bandit. Nee, wegen der durchgehenden Bank geht das wahrscheinlich schon nicht. Lass mal die vom Cape nehmen. Können wir die Haube nicht runter machen jetzt? Mal rein. So. Lenkrad raus. Lenkrad vom Bowen rein. Jetzt geht das hier auch. Wir haben nichts Passendes. Das kann es echt nicht sein. Ich will jetzt aber nicht 1000 Sitze da zusammenkramen. Welche sehen denn so aus? Cape. Dodge Challenger. Die mit dem geriffelten und hier dem Loch. Die haben oben und unten geriffelt. Okay. Oben und unten geriffelt. Dodge Challenger hat das auch. Aber es sind nochmal 450 Schleifen und dann passen die nicht. Okay, 380. Wir versuchen es. Ein letzter Versuch. Nein. Das hier wollte ich und das hier wollte ich. Doch, Tatsache, das sind sie. Passt jetzt zwar nicht zu den Vordersitzen, aber der Wagen wird ja verkauft und deswegen ist das Latte. So, und dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das Ding hat zwar nur 114 PS. Würde sagen, haben wir irgendwas an Tuning-Materialien eingebaut? Nein. Wir setzen uns noch einmal rein. Achso, in Originalfarbe nochmal lackieren, obwohl es kein Geld bringt. Aber wenn, dann machen wir ja die Arbeit natürlich richtig. Er kriegt den Originallack nochmal drauf. Das ist, glaube ich, auch dieses Grün, ne? Ja. Damit ich beruhigt schlafen kann. So. Originallack. Zurück zur Werkstatt. Und Platz 2 diesmal. So, die Tür. Schick sieht er aus. Da gibt's nichts. Da gibt's eindeutig nichts zu meckern. Gefällt mir. So. Ist allerdings nur 26.711 wert. Ändert da eigentlich was dran, wenn wir die Nummernschilder dranhängen? Weil ich habe hier garantiert noch irgendwo Nummernschilder. Hier, Spanien. Schönes spanisches Nummernschild. Aber ich glaube, Nummernschilder bringen gar nichts. Doch. WTF. Wir haben die Dinger bisher, glaube ich, immer ohne verkauft. Und dann gibt es nämlich auch die komplette Prämie. Haben wir hier irgendwo noch... Ja. Kolbenringe überprüfen. Vielleicht bringt das auch nochmal Geld. Warum kriege ich denn jetzt die Haube wieder nicht auf? Ah, so rum. Ja, ist in Ordnung. Habe ich selbst eingebaut. Super. Nee. Okay. Fahren wir just for fun die VMAX-Strecke. Und ihr habt schon gesehen, was der nächste Wagen wird. Verdammt. Verdammt.
oder vielleicht schneide ich es raus. Ach nee. So, wir haben uns noch gar nicht im Cockpit umgesehen. Haben wir jetzt natürlich auch keine Zeit mehr zu. Hier vom Innenraum. Aber finde ich schon sehr schick. Besonders mit dem nachträglich eingebauten Drehzahlmesser. So, 114 PS. Schweden PS. Schweden Power. 7,6 Sekunden auf 100. Das mag ich ja eigentlich bezweifeln. Oder? Schick ist der schon. Gibt's nix. 200 wird er wohl nicht mehr erreichen, ne? Vor Ablauf der Teststrecke, doch. Oder kommt jetzt der Begrenzer? Warum 200, Schätzchen? Ja. Und er haut nur wieder in die Bande. Aber diesmal noch erträglich. 35 Sekunden von 0 auf 200. Zurück zur Werkstatt. Jetzt können wir uns doch noch mal von innen angucken. Da können wir uns dann wenigstens umsehen. Und dann verkaufen. So. Ja. Ich finde den echt schick. Jetzt höre ich die Säcke hier an der Tür. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Meiner jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das hier ist wohl die Sache für die Außenspiegel. Nein, die Außenspiegel sind ja vorne dran. Ach nee, das ist hier fürs Fenster. Das andere... Nee. Da ist zum Zuziehen. Ich bin gerade irritiert über die zwei Hebel dort. Kann da mir einer was drüber sagen? Das ist mir so noch nicht aufgefallen. Machen wir es anhand von hier. Ganz links, das schwarze, ist ja der Türgriff. Das in der Mitte wird die... ist nicht die Fensterkurbel. Das hier ist die Fensterkurbel. Aber was ist dann das andere? Okay. Wenn es einer von euch weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis demnächst hier bei Car-Mechanik Simulator und einen meiner anderen Videos. Macht es gut und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.